Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Ründchen Forest, das ich eigentlich heute live aufnehmen wollte, aber leider habe ich es nicht geschafft. Dafür die nächsten Folgen dann live, diese Folge ausnahmsweise nochmal so. Und wir haben, ja, wir haben eine schöne Wand. Wir haben eine Wand. Oh Gott, ich bin so glücklich. Ich kann es kaum glauben. Und wir haben immer noch diesen lustigen Badeanzug an, der hier alles blau erscheinen lässt. Aber ich muss zugeben, ich finde ihn ja irgendwie cool. Ich würde nur gern gucken, ob ich den nicht irgendwie... Nein. Ob ich den nicht irgendwie... Unequip. Ach, da stand es ja auch ganz klein. Unequip vor allem. Nicht unequip, sondern unequip. Okay, jetzt ist es auf einmal sehr viel dunkler geworden. Aber dafür leuchtet es nicht die ganze Zeit so blau. Wobei ich das eigentlich gar nicht mal so uncool finde, muss ich zugeben. Jetzt schaue ich nur mal, da wir gerade geladen haben. Weiß ich natürlich nicht, ob wir nicht gleich Besuch kriegen. Die Dinge habe ich zum Glück aufgebaut. Hier zum... Da ist ein Vogel. Gut. Wir können also hier noch ein bisschen bauen. Ich würde gerne diese Bude hier wegkriegen. Diese hier. Weil die stört mich dann doch ein bisschen. Aber ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Hallo? Hallo, Texturnachladegerät. Was ich eben mal mache, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge auch gemacht, allerdings schlauerweise erst nach dem Safen. Ich gehe mal schlafen und hoffe, dass wir einen neuen Tag erleben werden. Jawohl! Das klappt ja super. Und ich wollte heute eigentlich wieder das nächste ausprobieren und das vielleicht... wahlweise für diesen Spielstand, vielleicht auch schon für den nächsten oder für alle folgenden, man weiß es ja noch nicht. Ich würde so gern, lalalala, und fern. Ja, ein Haus, wir müssen unbedingt ein Hausboot bauen. Ich glaube auf lange Sicht tatsächlich, wenn jetzt Muschiklaus und so hier rumlaufen, ich glaube auf lange Sicht wird ein Hausboot das einzige sein, was sicher ist. Weil wir hier halt... immer aus... letzten Endes sind wir hier immer ausgeliefert. Wenn Muschiklaus kommt und reißt hier alles mit einem Handschlag nieder, dann haben wir hier 10 Stunden gebaut für nichts. Einfach nur dafür Custom Floors. Nee, Custom Foundation. Das wollte ich nämlich mal probieren. Was denn? Mit den... Das ist die... Was ist... Okay. Ich probiere mal. Links... ich sehe die Foundation jetzt gar nicht mehr. Vielleicht fange ich mal hier oben an. Ich sehe ein Fischli. So. So. Aha. Ah, okay, jetzt kann ich diese Seite machen. Und dann diese... Was? Ach, diese Büsche immer, ne? Dann hätten wir hier eine Custom Foundation. Sehe ich das richtig? Willst du mich verarschen? Ich glaube, ich habe vergessen, einmal links zu drücken. Okay, das ist noch ein bisschen merkwürdig. Da muss ich mich nochmal dran gewöhnen. Wir probieren es gleich nochmal. Das Buch leuchtet. Hallo? 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 Hä? Main Index ist jetzt hier. Hallo? Custom von... Die beiden gehen? Das... Hä? Hallo? Ich will das an... Hallo? Ich mach das mal nicht hier am Fluss. Ich glaube... Ah, daran liegt's. Wahrscheinlich, weil der Fluss zu nah war. Hier, der Teich war zu nah. So. Links. Dann gehe ich mal, damit es gerade wird. Ach, kann ich nicht machen, damit es gerade wird. Ich sag mal so, ne? So, hier am Baumstumpen vorbei. Das wollte ich gerne bis zur Tür machen. Links. Wir haben es gleich. Also gleich haben wir es. Der Tag ist schon fast rum. Erste Folge fast vorbei. Und wir haben gerade mal den Bauplan für die Foundation gelegt. Das ist natürlich ein bisschen bitter, aber hey. So, Linksklick. Und jetzt könnte man hier noch weitermachen, aber wir machen mal E. Jetzt brauchen wir noch 35 Loks und haben dann hier eine riesige Foundation, wie es aussieht. So,
Dann haben wir, daraus machen wir ein Scheißhaus und hier machen wir dann ein größeres Haus. Ich hoffe nur, es geht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das funktionieren wird. Ich bin mir nicht ganz sicher. Halt, eine Sache, die ich noch gerne machen würde. Ich würde noch gerne mal ganz kurz gucken. Boah, das ist viel zu klein, das kann ich gar nicht lesen. Aus irgendeinem Grund sind die Infofenster so klein. Und ich sehe, da sind Federn und Zähne an diesem Ding, aber das ist trotzdem viel zu lang. Deswegen probier's mal hier mit Zähnen. 403, ach du Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie war, mit Shift geht das nicht. Ah. Mit Control kann ich festhalten. So, und dann mache ich mal Tricep. So, kombinieren. Kombiniere. So, das haben wir dran. Federn. Wir brauchen eigentlich noch Federn. Kombinieren. Kombi. Ich dachte, ich kann das. Ich dachte, ich kann. So, hat die jetzt Zähne dran? Ich sehe die Zähne natürlich nicht. Aber egal, vielleicht hat die ja mehr Wumms und wir können hier mehr austeilen, ich weiß es nicht. Und jetzt schlagen wir erstmal, ganz kurz, es wurde gesagt übrigens, dass der Muschi-Klaus und so und Galoppelheinz hier rumlaufen und beim Spieler rund um die Basis die Bäume wegmachen, damit die Eingeborenen angreifen können. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Ich habe keine Ahnung, wer das erzählt hat, denn die Eingeborenen können besser angreifen, wenn Bäume dastehen. Deswegen machen wir sie ja weg, damit die... Oh, Alter, der ist richtig langsam geworden. Ich glaube, das liegt an den Zähnen, kann ich mir vorstellen. Vielleicht haben wir einfach zu viele Zähne an dem anderen Ding. Vielleicht muss man so ein Gleichgewicht finden zwischen Zähnen und Federn. Oh, und wir müssen dringend trinken, wie ich gerade sehe. Ich gehe mal ganz kurz was süppeln. Wir haben ja die Schildkröten voll, hoffe ich. Ja, die sind auch voll. Sehr gut. Jetzt ist die eine Schildkröte leer, aber die andere ist noch voll. Wir könnten tatsächlich eine dritte bauen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so unratsam, dass wir da immer unseren kleinen Wasservorrat haben. Sozusagen unseren Wasserspender. Ich würde nochmal ganz gerne gucken. Waren das 5 Federn? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, es war so. Nein, es war offenbar nicht so. Wieso ging das eben nicht? So, lalalala, 62, machen wir mal 60. Zack, huch, hallo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier auch 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kombinieren. Hallo? Kombinieren. Und removen. Ich glaube aber, wir haben immer noch viel zu viele Zähne dran. Ob uns das jetzt beim Hausbau hilft, das weiß ich natürlich auch nicht. So, ich schlage hier erstmal ein bisschen das Gemüse weg. Es geht... Guck mal, wie schnell das jetzt auf einmal geht. Geil. Ja, heiliges Blechle. Boah, total geil. So. Darum bitte. Naja, Haushalt dahin. Ist doch egal. Komm, wir sammeln hinterher eh alles ein. So, den hauen wir auch nochmal weg. Wir bräuchten dann aber bei Zeiten... Aus irgendeinem Grund kostet das jetzt auch nicht mehr so viel Energie, glaube ich. Oder ist das nur bei Bäumen so? Ich glaube, bei Eingeborenen, wenn wir da reinfräsen, kostet das immer noch viel Energie, oder? Nein, nicht in meinem Gelände. Ich habe immer Angst, dass die Mauer da einreißt. Ich bin doch froh, dass die Mauer steht, Freunde. Ich bin doch froh, dass die Mauer wieder steht. Damit die nicht alle einreisen können hier. Von vorne kommt irgendwas. Es ist Galoppelheinz. Ich sehe Galoppelheinz da hinten zwischen den Büschen lügen. Oha, das tut mir leid. Ich glaube, ich habe gerade irgendwie erledigt. Es ist Galoppelheinz. Baumfeld. Oh nein, und der latscht schnurstracks auf unsere Mauer zu, habe ich das Gefühl. Ich glaube, der hört, wenn wir Bäume fällen. Kann das sein? Bitte nicht mein Zeug einreißen. Bitte nicht die Mauer einreißen. Ey, ich bin ja echt böse, Galoppel. Ey, Heinz, mach keinen Scheiß, Junge. Der geht genau auf unsere Scheiße zu. Der geht genau auf unsere Mauer zu. Galoppel, hör auf.
Nein, tu es nicht. Tu es nicht. Ich habe lange daran gearbeitet. Bitte geh dran vorbei. Bitte geh dran vorbei. Bitte geh dran vorbei. Er geht dran vorbei. Ja, ja, er geht dran vorbei. Er schert sich einen Scheiß um unser Mietrecht. Nein, geh da weg. Ich will nicht, dass er mich sieht. Alter, da latscht der Galoppel durch die Gegend. Das gibt's ja gar nicht. Onkel Heinze kommt zu Besuch. Hau doch ein paar Bäume weg, dann kann ich noch weiter aufbauen. Ich will ihn ja auch nicht sauer machen oder so. Geh weiter, bleib nicht stehen. Dreh dich bloß nicht um, Junge. Geh weiter. Es gibt hier nichts zu sehen, hallo. Darf ich bitte wieder in mein Haus? Ja, er geht weiter. Ah, Gott sei Dank. Ich glaube, ich bin hier auf seiner Einkaufsallee oder so. Guck mal, wenn man so macht, dann wegen dem Field of View, wegen dem Pfoff sieht man den dann näher als jetzt. Da haut er gerade einen Baum weg. Danke. Ach, der Galoppel, das ist schon ein alter Kumpel. Nein, geh weiter. Geh nicht da lang. Geh nicht da lang. Hat er nichts zu tun? Hat er keinen Job? Was ist los mit dem? Der soll sich mal eine Arbeit suchen. Junge, such dir eine Arbeit. Aber bitte nicht in der Gegend. Ich hätte zwei Türen einbauen sollen. Nee, andererseits auch gut, dass wir nur eine haben. Ach, das war ein Vogel. Mann, hör auf. Das Spiel mobbt mich jetzt voll. Jetzt bleibt er wieder stehen. Ich schleiche mich mal vorbei. Hallo? Hat den Nachteil, dass ich ihn jetzt nicht mehr sehe. Oh. Zwei Eingeborene kämpfen bei Galoppel. Und wir müssen... Oh, scheiße. Und wir müssen dringend was essen. Ich kann allerdings gerade nichts machen. Haben wir noch Müsli-Riegel dabei? Nein, doch, haben wir. Oh. Da hinten latscht er. Okay, jetzt sehen wir ihn und wir haben wieder Eingeborene in der Nähe. Aber wir haben ein paar Bäume gefällt, das ist ganz gut. Und wenn der Heinz abhaut, können wir uns was zu Speisen kredenzen. Und diesen Baum können wir auch super als Aussichtsplattform nutzen, wenn wir Herr der Lage sein wollen. Und ihn vielleicht sogar verbinden mit was Außenstehendem. Lalalala. Sch, nicht so laut. So, wie sieht's aus? Sehr viele Bäume fliegen durch die Gegend. Wo ist Galoppel? Wir brauchen dringend die Aussichtsplattform, damit wir informiert sind über Galoppel Activity. Ich sehe nichts. Die Wände stehen noch. Ist er vielleicht abgehauen? Ich wage mich, mir was zu essen. Ah, wir brauchen ja nichts zu essen mehr. Wir haben ja zwei Müsli-Riegel gegessen. Das bringt uns immer Tag. Schnell wieder zurück. Ich warte nur drauf, dass der hier alles einreißt und wir die Plattform zu Ende machen können. Und ich habe gedacht, oh, so ein Glück. Wir haben ja heute gar keine Eingeborenen hier. Wir konnten ganz easy schlafen, alles gut. Und jetzt galoppelt der hier durch die Gegend. Psst, nicht so laut. Der hört uns doch. Boah, ich bin jetzt richtig... Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ciao. So. Okay, das war zum Glück nur ein Kannibale, kein ganzer Stamm. Ah ja, komm hier, machen wir ein bisschen an. Und da hinten sehe ich noch einen beim Zeltplatz. Hat sich gerade ein Kannibale versteckt, glaube ich, hinterm Zelt. Habe ich nur rechts aus dem Augenwinkel gesehen. Kann aber auch sein, dass es nur eine optische war. Eine optische Täuschung. Und da drüben haben wir natürlich wieder El Stronzo Grande. Der muss mich ja nicht unbedingt hier sehen. Vielleicht machen wir uns doch mal was zu essen.
Wett, wer? Wer wo? Hä? Was? Willst du mich verarschen? Jetzt kommen die einfach alle hier rein. Hä? Die kommen einfach alle hier reingelaufen? Was? Willst du mich verarschen? Was ist denn das für ein Zaun? Kein Wunder, dass Galoppelheinz sie nicht umgerissen hat. Dieser Zaun existiert überhaupt gar nicht. Was ist denn das? Flimfläum, Flimfläum. Ja, wir latschen einfach durch den Zaun. Ich mache mal ein bisschen Feuer an. Wird ja dunkel und kalt. Ja, ja, ihr könnt ja Flimfläum machen. Ich koche mir erstmal was Schönes, hm? Ich lade auch die Nachbarn ein. Ist mir egal. Da kenne ich nix. Hier, Freunde, Fisch für alle, hm? Ja, schon sind sie abgehauen, kein Flimmfloi mehr. Ich glaube, die kennen meine Kochkünste. Da ist vorbei mit der Nachbarschaft. Wieso wabbelt denn der Busch so komisch? Und wieso sehen die mich von überall? Die sehen mich und verlieren dann wieder den Sichtkontakt. Dieses Blummen, das tiefe Blummen heißt ja Sichtkontakt verloren. Und dann macht es wieder helles Plingen und das heißt wieder Sichtkontakt gefunden. Darf ich das... Ach! Wieso... Wieso... Jetzt kommt er da nicht rüber, oder was? Die erste Baustelle, wo er nicht rüberkommt? Willst du mich verarschen? Der soll doch noch diesen Scheiß da essen, diesen blöden, verkackten Fisch. Jetzt kriegt er den da nicht runter. Jetzt isst doch mal diesen Scheiß... Also es ist auch noch so eine komische Sache mit diesem Winkelessen hier ständig. Das sollten sie auch mal fixen, dass man hier nur Winkel über den Winkel essen kann ständig. So, wir brauchen neue Lurche. Lurche, wie es aussieht. 1, 2, 3. So. Wir brauchen 3 neue Lurche. Kamen wir wirklich gerade beim Blueprint nicht drüber? Das würde ich gerne wissen, bevor wir das nächste Mal wieder irgendwo anecken. Oder waren das hier, waren das die Steine? Ne, wir kommen hier tatsächlich beim Blueprint nicht drüber. Das ist der erste Blueprint, wo man wirklich nicht durchkommt, obwohl er noch nicht fertig ist. Der einzige und erste. Das, ja, konsequent. Hier sind also... Hier waren doch gerade noch Baumstämme. Wahrscheinlich schon alle weg. Waren wahrscheinlich die Galoppelheinz gelegt hat. Guten Tag. So Schildkröten bin ich jetzt ein bisschen höflicher. Da hinten steht einer. Da hinten steht er ganz geradeaus. Jetzt geht er nach links. Wenn die stehen, kann man die nicht von den Büschen unterscheiden. Das ist echt mies. Und das machen die extra. 100 Prosen. Der ist tot, ne? Ja, der ist tot. Schade. Wo genau haben wir jetzt Blut her, nachdem wir eben gerade noch sauber waren? Wo sind denn die ganzen Baumstämme, die wir hier gerissen haben? Hier war doch alles voll. Hä? Sind die alle despawned? Einfach so? Hä? Und im Lager waren doch 100 pro auch noch welche. Da habe ich doch welche gesehen. Die Baumstämme sind einfach alle despawned. Willst du mich verarschen? Wo sind die alle... Wo sind die alle hin? Schildkröte? Schnauze, ich suche die Baumstämme. Hilf lieber mit suchen, statt da rumzukrächzen. Ja, wir haben, glaube ich, alle Baumstämme verloren, die wir umgeschlagen haben. Das finde ich ja richtig scheiße. Die sind einfach alle komplett despawned. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die den Berg hier hochgekullert sind. Boah, das ist ja richtig kacke. Und ich weiß, da war ein ganzer Haufen, die wir nicht eingesammelt haben. Klar, hast du ja auch gesehen. War ja diese Folge. Die sind einfach weg. So. Bams.
Mal gucken, wie lange die hier halten. Schöne Scheiße. So, auf jeden Fall kein Galoppelheinz in der Nähe, das lobe ich mir. Oder vielleicht gucken wir mal, wo die Baumstämme hinrollen, aber die müssten hier noch, da müssten zumindest ein paar sichtbar sein. Und wir hatten auch noch welche im Lager, das weiß ich. Ich frage mich, warum die einfach weg sind. So, mal ratzefatze schnell, bevor hier wieder irgendwelche Eingeborenen kommen. So, ein paar rollen jetzt in diese Richtung, aber die müssten ja eh aufgehalten werden. Aber sonst sehe ich da keine Baumstämme. Das heißt, die anderen Baumstämme sind einfach alle weg. Vielleicht sollte ich auch erstmal aufhören, hier Bäume zu fällen. Galoppel! Sully Galoppel du Heinz! And he's looking to the lager. Now he's going in another direction. That is a gute Sache. Oh, thank God I shit my pants. Das Schweigen des Hämmern ist das gerade, weil ich traue mich nicht zu hämmern, wenn der Galoppel in der Nähe ist. Ich weiß nämlich nicht, ob der auf Geräusche reagiert. Und wenn doch, dann weiß ich nicht, auf welche. Weil der kommt ja offenbar, immer wenn wir Bäume fällen, kommt der hier in die Richtung. Kann natürlich auch nur Zufall sein. Vielleicht möchte Herr Galoppelsen ja auf den Tee vorbeikommen. Nicht er, bitte nicht er, bitte irgendein Geborener. Scheiße. Ja, Galoppelsen ist da hinten und ich glaube, einer ist gerade verbrannt, wenn ich das Schreien richtig gehört habe. Bin mir nicht ganz sicher. Aber der Galoppelmeister läuft da hinten immer noch rum. So, ich hoffe nur, die kommen nicht wieder durch die Wand gelaufen. 23, wir brauchen nur noch 3, dann haben wir die Foundation fertig. Wo ist er hin? Ah, da ganz hinten. Er kriecht von dannen. Wie es aussieht, von hinnen und von dannen. Okay, komm, ein... Das ist er. Und Galoppelheinz kommt wieder, schlägt, glaube ich, gleich einen Baum um. Nee, der latscht einfach durch den Baum durch. Ja, ist ganz pragmatisch. Okay. Er kommt in unsere Richtung. Er bleibt stehen. Ich habe Angst. Ich würde gerne in der Hütte speichern, aber ich traue mich nicht. Ich will hier eigentlich nur noch weg gerade. Alter, dass der Galoppelheinz die ganze Zeit hier um unser Lager krauchelt, das ist mir echt unangenehm. Jetzt geht er doch wieder weg. Oh. Alter, ich muss ja dringend mal speichern gerade. Ich weiß, uns fehlt nur noch ein Baumstamm, aber hey. Ich habe das Gefühl, die Baumstämme sind auch wieder weg. Kann das sein, dass der Galoppelheinz die selber sammelt? Oder klaut oder weiß ich nicht was? Der Eingeborene latscht immer noch. Da ist er. Ich versuche mal zu schlafen eine Runde. Ist vielleicht ganz gut. Wird ja wieder Nacht gerade. So eine Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hoffe, der ist weit genug weg, dass wir hier schlafen können. Da ist es, also bei. Bolle Geräusch immer, ne? Ist das...
Erstens mal sind wir hier total unsicher. Die Wände bringen offenbar überhaupt nichts. Oder die latschen immer wieder rückwärts raus. Ich weiß es nicht. Und da latscht gerade Galoppelheinz. Schnauze. Hier latscht gerade Galoppelheinz. Okay, der brennt. Und ich glaube, Galoppelheinz brennt auch. Oder ist das nur der Typ? Ich glaube, Galoppelheinz brennt. Galoppelheinz läuft brennend durch den Wald. Oh, Alter, der war an der Fackel. Galoppelheinz war direkt vor der Wand. So, die springen ja... Die springen ja fröhlich durch die Gegend. Oh nein, Galoppelheinz kommt wieder und er ist, glaube ich, pisst. Oh Gott, 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 oh Gott. Galoppelheinz sieht auf jeden Fall sehr verbrannt aus. Die Patrouille zieht weiter. Einer ist noch im Lager. Ah, das mit der Wand ist ja lausig, dass die einfach durch die Wand gehen können, finde ich so ein bisschen... Da kommt wieder einer einfach durch die Wand gelatscht. Das finde ich so ein bisschen... Weiß ich nicht. Und Galoppelheinz latscht zurück. Die Mutanten, die tun sich gegenseitig nichts. Galoppelheinz latscht auch einfach durch die Wand. Okay. Diese Wand ist quasi non-existent. Ich habe keine Ahnung, wozu wir die überhaupt gebaut haben. Es ist mir ein Rätsel. Tja, so viel zum Thema der sicheren Heimat. Scheiße. Ja, heute mal ein bisschen kürzer. Das tut mir leid, in der Kürzer liegt die Würzer. Nee, ich muss da heute, damit ich die Folge heute noch rauskriege, muss ich ein bisschen kürzer halten. Ich mache mal nicht 40 Minuten. Immer dran denken, alles über 20 Minuten ist Luxus. Insofern, oh Mann, Alter, das mit der Mauer ist so blöd. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht warum. Oh, ich habe ein Gefühl. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, wir müssen erst die Foundation bauen und darauf dann die Mauer. Kann das sein? Aber... Ich weiß, bringt das dann trotzdem was oder bringt das überhaupt irgendwas, wenn wir die Mauer bauen? Hat da jemand Erfahrung mitgemacht? Kann man das mir irgendwie bestätigen, dass die Mauer überhaupt irgendwas bringt? Weil wenn der Galoppel da durchlatscht und wenn jeder Eingeborene da durchlatscht, dann ist das ja irgendwie doch witzlos. Also ich weiß nicht, weiß ich nicht. So, nächsten Spielstand, da ich diese Folge jetzt rendern muss und ich gerade nicht speichern kann, weil ich im Wald stehe. Nächste Folge muss ich leider laden, den Spielstand, und da laden wir wieder aus dem Lager raus. Bis dahin weiß ich aber, ob wir eine Foundation bauen sollen und dann eine Wand ziehen oder was auch immer. Und wenn es mir gelingt, kann ich daraus dann endlich wieder mal ein Live-Let's Play machen auf gronkh.tv. Haha, Werbung. So, jetzt aber erstmal schnell die Folge schneiden und dann rendern und dann hochladen und dann bis gleich. Ciao.